Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Einer neuen Videoserie in dem Fall. Nicht Livestream-Serie, sondern Videoserie. Wir sind jetzt hier auf dem Anime Unity Server. Und wollen eine Runde Skyblock spielen. Wir createn unsere Insel. Und schauen mal, was denn so abgeht. Jo, das ist jetzt also unsere Insel. Willkommen auf der Skyblock-Insel. Viel Spaß. AnimeUnity.eu. Also wenn ihr auch Skyblock spielen wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit dazu. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Zeug alles soll. Aber gut. Wir bauen uns mal auf der Schnelle eine Kabelstone-Maschine. Mal gucken, ob das so war. Und dafür brauchen wir Eisen. Ich hoffe, oder wir wollen uns keine Kabelstone-Maschine. Wir graben uns mal ein bisschen nach unten und gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Weil Lava hören wir ja schon. Ich habe Fortschritt, das erfüllt. Und dann nehmen wir, wie gesagt, eine Eisenspitzhacke. Um ein bisschen schneller voranzukommen. Wird schon mal nachts. Ich würde sagen, wir bauen uns hier irgendwie runter. Und gucken mal, unten drunter ist. Jetzt geht er mit einer Eisenspitzhacke holt rotig. Alter. Also wir bauen jetzt uns hier runter. Haben auch schon Lapis und damit haben wir auch gleich eine Treppe. Das heißt, wir brauchen uns jetzt erstmal keine Kabelstone-Maschine, keine Lava, die wir hier drin haben. Die brauchen wir schon mal nicht. Die verstorbenen Seelen der Skyblock-Spieler. Ich habe ein Grab geöffnet. Ich weiß gerade nicht, ob das so gut ist, ein Grab zu öffnen. Aber das ist eine coole Idee. Also, haben sich echt was einfallen lassen. So, das heißt, wir haben eigentlich genügend Lava. Also bauen wir doch hier oben eine Kabelstone-Maschine. Muss ich nur überlegen, wie das war. So. Dann glaube ich, war das hier. Und dann nehmen wir doch die Lava, die wir hier haben, weil wir haben ja jetzt genug Lava in dem Fall. Und setzen die Lava hier ran, dass die hier rüber fließen kann und runter. Wenn ich jetzt Wasser nehme. Da ist ein Fehler. Ne, genau so. Mein Problem ist bloß gerade. Meine Sachen verbrennen. Wir müssen mal sehen, ob wir hier Sachen verkaufen können oder wie wir hier denn die Sachen kriegen. Maschine läuft erstmal. Mein Problem ist aber gerade, dass wir... Wie kriegen wir denn Sachen?
/es. Tiere, Ranking, Inselbefehle, Achievements. Monster, Item Shop. Kann ich hier auch Sachen verkaufen? Oh, man kann auch die Sachen verkaufen, die man hat. Das ist schön. Dann kenne ich ja eigentlich meine erste Aufgabe. Problem ist gerade, dass wir Eisen brauchen, Trichter. So, das heißt, das erste, was wir machen, wir kaufen uns einen Trichter. Baumaterial, Deko, Transport, Redstone, Nahrung. Werkzeug, Waffen. Werkstoff und Eisen haben wir hier. Ich werde erstmal nur ein bisschen Eisen kaufen, damit wir hier nicht so viel ausgeben. So, dann machen wir uns eine Chest. Gar nicht, wie man weiß gar nicht mehr, wie man Erde macht. Die müssen ja irgendwo rauskommen. Also. Die Möglichkeit erstmal massenhaft Cobblestone zu fahren. Vielleicht können wir Cobblestone auch verkaufen. Vielleicht können wir die Cobblestone-Maschine auch automatisieren, also. Wäre ja auch eine Idee, dass wir eine Cobblestone-Maschine machen, die dann automatisiert ist. Dazu müsste man, glaube ich, nur eine Trichterklub bauen. So, war schon mal ein passendes Deck. Ich muss hier oben hinstellen. Womit ich die Ware jetzt mal bezahlt habe. Da müssen wir halt auch mal ein bisschen gucken, wie wir jetzt hier vorankommen. Damit wir hier groß werden. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, hier einen Shop zu eröffnen oder so. Freut euch auf jeden Fall auf viele spannende Folgen auf dem Anime Unity Server. Ich weiß, der Anfang ist immer ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, wenn man erstmal die Sachen hat, dann geht das schon. So, haben wir erstmal genug, denke ich. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns erstmal eine Plattform bauen. Die Plattform wird erstmal mit Anti-Spawn-Sachen gebaut, ne? Dann überlege ich, ob wir nach unten gehen. Dann müssen wir doch mal durch diese Grabstätte. Dann müssen wir wieso, weil wir das Eisen und alles brauchen wir ja.
Ist das jetzt letzte unten? Naja, fast. Kann man da unten hinbauen? Ja, können. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wie groß unsere Insel hier wird. Damit wir auch ein bisschen planen können. Da ist auf jeden Fall schon die Nachbarsinsel, so wie es aussieht. Bauen wir uns erstmal eine Plattform, wo man dann verschiedene Sachen machen kann. Wie Bäume anpflanzen und so weiter. Stücke geht das ja schon. Die Frage ist, wie viele Blöcke geht das? Wie gesagt, hat er ja ein Deck, glaube ich, ne? Ja, ist schon ein Stückchen auf jeden Fall. Wo war? Was bauen können. Wir werden auch demnächst mal ein paar andere Leute besuchen gehen. Schlechte Idee von mir, sehe ich gerade. Der ist weg. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Versuchen wir noch mit der Methode, die nicht funktioniert. So. Und Jump. Funktioniert. Ja, jetzt muss man gucken. Wo kommen wir denn her? Müssen wir uns noch mal ein paar bauen. Das Problem ist, dass man jetzt eine Weile Sky gewöhnt, also direkt Sky gewöhnt ist. Jetzt kann man da rein raushoffen. Dann würde ich mal sagen, wir in der Ecke. Damit wir mal schon was haben, wo wir Bäume pflanzen können. So, müssen wir kurz nachsehen hier. 1, 2, 3, 4. Würde ich einen Baum. 1, 2, 3, 4. Naja, machen wir 5 draus. So. 1, 2, 3, 4. So, nochmal hier. Das ist das Ding, wo wir uns einen Baum hinstellen können. Stellen wir uns hier einen
Wo war eigentlich unser Freund? Da am Baum hinten? Fünf hatten wir jetzt, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und der fünfte ist jetzt, wo der Baum hinkommt. So, 1, 2, 3, 4. Und der fünfte ist, wo der Baum hinkommt. Und das sieht im Fall so nicht. Aber so geht's. So. Haben wir schon mal eine kleine Anfangsmöglichkeit geschaffen. Hier kann auch nichts spawnen, außer... Ach, wie ich das hatte. So, hier kann auch nichts spawnen. Außer da, wo die Bäume stehen sollen. 1, 2... 3, 4 und ich will nur 5. Und auch hier bauen wir erstmal schnell die Plattform wieder zu. Ja, am Anfang hat man immer ganz viel Verschleiß von irgendwelchen Baumaterialien. 1, 2. Hier. Dann haben wir noch den Sand bei uns. 5. Und auch hier können wir wieder dicht machen. So, dann können wir hier wie gesagt schon mal Bäume pflanzen. Und haben eine Holzproduktion. Das ist ja immer ganz wichtig. Das ist ein Monster. Ach, lass mich doch in Ruhe. Schubst mich gar nicht in die Lava. Okay, irgendwie spawn ich gleich hier. Und der hat noch meine Sachen. Ja, geh in die Lava. Komm. Und damit haben wir auch schon mal das erste Archivment voll. Beziehungsweise eigentlich das zweite. Du bekommst 10. Was auch immer. So, jetzt nehmen wir unsere 3 Bäume, die wir hier haben. Und dann werden wir die gleich mal pflanzen. Und wie gesagt, erstmal am Anfang zu kommen. Da weiß ich jetzt gar nicht, warum ich gerade 4 Plätze gemacht habe für Bäume. Wenn ich nur 3 habe. Aber gut. So, dann haben wir das schon mal. Die Frage wäre... Viel Spaß auf Skyblock. Glück 3. Eigentlich habe ich ja gar nicht vor, dass ich jetzt hier diesen Skyblock zerstöre. Die Frage ist nur, wie kriegen wir Sachen? Also ja, wir können Holz verkaufen, denke ich mal. Aber allzu viel wird es dafür nicht geben. Das heißt, wir werden uns was überlegen müssen, wie man hier an Geld kommt.
Weil hier scheint ja nur Cobblestone rauszukommen, nichts anderes. Also müssen wir uns einen Kopf machen, wie wir an Geld kommen. Und am Anfang denkt man, können wir Cobblestone verkaufen, oder? Mal gucken. Slash IS. Suche können wir schon mal erlauben. Also wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Was passiert? Kann man zu einem ausschalten. Das ist gut. Also löschen wollen wir nicht. Nein, wir wollen zum Item-Shop. Baumaterial. Hm. 16. 32. Hm. 16 und 32. Und ich glaube, es ist ein Dreck. Kommt man das selber, also es ändert sich nicht. Okay, Redstone. Brauchen wir schon Pistons? Dann kaufen wir uns einen Trichter und wir kaufen uns Redstone. Dann versuchen wir mal das Wichtigste von allen. Der muss weg. Ich hoffe, das funktioniert so, was ich gerade vorhabe. Nee, das ist falsch. Dann muss ich irgendwie hier nicht so hinsetzen. Muss ich anders hinsetzen, der muss. Gerade könnten. Wenn wir jetzt. Jetzt mal das Wasser wieder nehmen. Und wir nehmen unsere Lava wieder. Wird zwar dunkel. Könnten wir ja auch erstmal wegnehmen. So, jetzt können wir den da wieder. Wenn wir da wieder was hinsetzen. Jetzt machen wir hier unser Wasser hin. Und hier unsere Lava. Genau. Funktioniert schon mal. So. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Setzen wir hier Redstone hin. Dann müssen wir hier einen Trichter hinsetzen. Ich überlege uns gerade, ob. Das Signal auf den Trichter. Das müssen wir mal kurz hier hinbauen. Hier. Ich glaube, das Signal wird von oben abgenommen. Ne? Jetzt packt man ein Item rein. So. Na, hoffen wir euch nicht verbunden. Vielleicht ist ein Schild abgebaut? Ne, heute nicht. So, zack. Ja, wenn man auf sich schnell was falsch macht. So, zack, eins. Nehmen wir den wieder weg. Legen wir den wieder dahin. Zack. Jetzt packen wir ein Item rein. Irgendeins. Das geht immer hin und her. Und jetzt sitzen wir hier. Ich muss mal kurz hier wegnehmen.
Okay. Und diese Geldrichterglocke. Müsste eigentlich ein Redstone-Signal kommen. Beziehungsweise müssen wir mal hier ins Ausgeben und dann. Nee, funktioniert nicht. Irgendwie war das doch mit der Trichterglocke. So, jetzt ist es dauerhaft an. Nein, das wollen wir natürlich auch nicht. Da können wir auch keine. Gut, dann müssen wir das mal anders probieren. Yes. Wo war der Shop? Monster mit dem verschiedenen Fehler. Commands. Okay. Nein, nicht löschen.